Welcome back, Commander. Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 8-Bit Armies. Heute machen wir den irren Angriff. Letztes Mal haben wir ja noch so ein paar Bonis noch gesammelt, weil wegen den Raketensilos. Und weil ich da ein bisschen Angst vor habe, wahrscheinlich unberechtigt, aber okay. Constructing. So. Erstmal unser allgemeiner Start, wie immer. Erstmal direkt das Tech-Labor setzen. Und dann, sollten wir diesmal aber auch direkt nochmal eine Refinery bauen. Das ist auf jeden Fall hilfreich dann. Packen eine direkt hier unten dann hin. Komm. Gib mir. Tech Lab complete. So. Constructing. Das dahin, haben wir irgendwelche Einschränkungen? Nee, ne? Auch dahin. Ich würde gerne. Refinery complete. Die da an die Seite. Die hier hin. Auch ein Heliport eben noch einmal dazu packen. Weil ich eben gerne einmal gucken wollen würde, wie gut wir mit Helis arbeiten können. Oh, sehr gut, würde ich sagen. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Constructing. Heißt, die sammeln wir einfach mal hier. Zack. Da machen wir aber auch ein paar von. So, und das ist die kleine Mini-Armee. Und das ist unser Hauptteil. So. Constructing. Wunderbar. Weil wir sehen, kommen wir hier von hinten easy rein. Wir haben natürlich nur 4. Das sollten wir ändern, bevor wir da wirklich reingehen. Deswegen. Air control complete. Packen wir auch nochmal eine Refinery eben noch kurz einmal hin. Moin, weg. Oder immer da kam, haben wir weggeschrodet da. So, weil der Geld wird schon wieder knapp, wir sehen. Und da, der hat die Atombombe bereit, der noch nicht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eventuell unsere Armee dann auch wegpacken. Weil man sieht auf dem Boden so einen Kreis, wo es hinkommt. Und da müssen wir aufpassen, dass unsere Armee dann nicht steht. Und ja. Das ist wichtig. Air control complete. So. Constructing. Kommt da noch einer? Nee, ne? Okay. Doch jetzt. Where are we now? You found me. Hi, Commander. So, du kommst auch wieder dazu. Huch, wurden wir entdeckt. Okay, der greift meine Base an, das ist fein. Okay, das sieht nicht so gut aus, weil der viele Hamburgis hat. Bin ziemlich gemein. Das sollte vollkommen ausweichen, wenn wir das einfach reparieren jetzt. Wir haben aber halt echt Geldprobleme, ne? So. So, 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 so. Sollte wirklich weiter auf Refineries erstmal gehen. Constructing. Repairing. Let's go. Over here. Hier wird auch was sein an Verteidigung, da gehe ich stark von aus. Ja. Okay. Da habe ich mir gerechnet, dass wir hier auf Türme und sowas stoßen.
Wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Das ist für uns ganz geil, weil das heißt, wir gehen hier zu... Constructing. Wir gehen hier drauf dann, würde ich sagen. Schon wieder hier, das ist völlig okay für mich. Repairing. Machine gun turret complete. So. Constructing. Repairing. Ihr seid die Eins. Yes, sir. Rocket turret destroyed. Oh. Loud and clear. Coordinates received. On the move. Wunderbar. Zack, zack, zack. On the hunt. Power plant complete. So. Go ahead. Hi, Commander. What's the mission? Coordinates received. So, du auch einmal weg hier mit euch. Ich hab's nicht aufgepasst, hoffentlich nicht hier rein. Ne, hier wahrscheinlich, ne? Ja, wieder in die Base. Eigentlich das mit eines der schlechtesten Sachen, die man machen kann. Am besten ist halt, wenn du da wirklich einfach nur komplett auf die Einheiten gehst und größere Einheiten, Truppen, Gruppen, dass du da einfach drauf ballerst, deine Bombe. Macht deutlich mehr Sinn. Erst einmal den und jetzt hier drauf. Rocket turret complete. So, eine Refinery in der Zone. Freedom at last. One shot. Machine gun ready. Flying out. On the hunt. So. Commando here. Repairing. Einmal kurz sein, dass wir die reparieren gehen können. Zack. Constructing. Okay. Wir werden jetzt auch wieder nicht auf Ziele gehen, dass wir... sind die alle hier, die Dinger? What's the mission? Fly it out. Rocket turret complete. Machine gun ready. Machine gun engaged. No. I'm going. Where are we now? Yes, sir. On the hunt. Hey, do. Constructing. Strom ist erstmal noch okay. Als nächstes sollten wir Strom wieder bauen. Da produzieren wir immer noch weiterhin alles, das ist sehr gut. Mittlerweile auch ordentlich viele Helis, damit können wir auch arbeiten. Dahin und die Eins auch hier. Okay. Coordinates received. Machine gun ready. Da einmal hin. Repairing. Constructing. Zack. On the move. Flying out. On the hunt. Loud and clear. Einmal hier rum. Coordinates received. Einmal von hinten da rein. Oh, das war schlecht. Da habe ich nicht aufgepasst. Repairing. Flying out. On the hunt. Loud and clear. Coordinates received. So, erstmal den Strom hier wegmachen. Sehr, sehr geil. Das ist sehr, 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 sehr schöne Stelle hier mit dem ganzen Strom. Übrigens, hier Atombomben und sowas kosten auch super viel Strom.
So, jetzt kümmern wir uns da drum. So. Und wenn die keinen Strom haben, dann gehen auch übrigens die Zeiten nicht weiter. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, dass die, wenn die dann keinen Strom mehr haben. Ja, auch wieder viel zu spät reagiert. Alles weg. Da sollte man echt dringend aufpassen bei sowas. So. Wird zerstören aber erstmal hier die Dinger, Alter. Das kann er nicht angehen. Hier packen wir nochmal so einen Teil dazu. Machine gun turret destroyed. Rocket turret destroyed. So, erstmal das hier alles weg. Erstmal der hier auch weg, damit er keine neuen Einheiten produziert, genau wie das Ding. So. Okay. So. Der dahin. Ah, komm, macht mal eben das hier, damit ihr mit der gemeinsamen Kraft wieder soll ich schneller hier alles. So. So, dann geht ihr alle hier hin. Wunderbar. Constructing. So. What's the mission? Ihr geht einmal dahin. Damit die kaputt sind, sich ein bisschen heilen können. So. Machine gun turret complete. Einmal hier durchballern. Oh oh. Sehr gut für uns. Hat einen Sammler zwar getroffen, aber der lebt auch noch, das ist alles fein. Da steht noch irgendwas. Na gut. Guck mal hier. Du hast die ehrenvolle Aufgabe, das Teil hier hinten zu zerstören. Okay, sind die voll? Ah, da fehlen noch ein paar Helis. So. Finally. Könnt ihr mal bitte alle reparieren gerade? Ja, noch welche. Der ist noch gedamaged. Da, genau. Zack, zack. Zack. Wunderbar. Dann gehen wir einmal kurz hier runter noch. Sammeln die alle anderen noch mit ein. Einmal kurz in die Mitte, weil hier wollen wir jetzt noch Turm hinsetzen. Rocket turret destroyed. So. Einmal weg hier mit dir. Hier sollst du nicht wohnen. Constructing. So. Wunderbar. Einmal kurz alles steffen hier. Wir brauchen gleich immer noch Strom. Wie viel haben wir noch? Dann kriege ich noch einen MG-Tür mit hin und dann müssen wir auf jeden Fall Strom machen. Das ist sehr schön. Und dann gehen wir hier auch wieder erst unten rein, glaube ich. So. Machine gun turret complete. Zack. Constructing. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. On the hunt. Und dann sammeln wir eben einmal alle wieder ein. 90, könnte das hinkommen. Ja. Loud and clear. So.
Einmal hier von hinten rein. So. Hätte ja eigentlich gar nichts, Alter. Ja, doch, da ein bisschen Verteidigung. So, das da weg. Das da weg. Gegen den Humvees, genau. Naja. Das ist okay für mich. Oh, warte, Rocket Turret destroyed. Constructing. Das mag ich hier nicht. Repairing. So. Repairing. Machine gun ready. Yes, sir. Rocket turret complete. Wir brauchen mehr Ingenieure hier. Standing by. Repairing. Constructing. Haben wir ein paar Ingenieure dabei, die mich heilen? Sieht nicht danach aus, oder? Gut, dann gehen wir dahin, holen die anderen Helis ab und dann gehen wir los wieder. Dann kommen wir uns erstmal um die nächste Sidequest. Okay. So. Da sollte jetzt auch alles nicht mehr das Problem sein. So. Halt 18 Helis, ne? Das ist halt so krass. Okay, den kriegen wir aber kaputt, auch wenn der ziemlich böse Damage macht. Oh oh, wir machen jetzt die Türme, genau, in der Hoffnung, dass das rausreicht. Weil wir die Dinger kriegen wir schneller kaputt als als diese anderen Sachen. So. Das da, oh. Okay, das sieht ganz okay aus. Natürlich erstmal auf die Refinery, Alter. Was ist denn los bei mir? So. Das haben wir schon mal abgeschlossen, sehr geil. Das heißt, uns passiert dahingehend jetzt erstmal nichts mehr, weil er ja keine Atombombe mehr schmeißen kann auf uns, was sehr, sehr geil ist. Wir brauchen auf jeden Fall Repair-Leute. Okay, das sieht aber gut aus. Der hier fehlt nur noch, aber der ist mir eigentlich dann egal, wenn es nur ein einziger ist. Warte noch kurz, 2, 3, 4, okay, der wird repariert. Und rein hier hin. Und jetzt hoffe ich, dass ich alle irgendwie markiert kriege. ...184 Helis und los geht die Olga hier, los geht die Party, wir gehen auch wieder von hinten rein. Müssen ja nicht zwangsweise von vorne rein und 500.000 Helis abschlachten lassen. Das sieht so geil aus, ne? Ich werde mal kurz für ein Thumbnail so ein bisschen pausieren hier.
Eventuell wird das eins, mal gucken. Okay, da haben wir schon direkt einen Raketenturm. Noch einer. Oh Mann, Alter. Der hat nur Raketentürme hier, oder was? Könnt ihr bitte euch um die Helis hier kümmern, so ein bisschen? Danke. Okay, Strom weg. Das ist sehr gut. Und jetzt erstmal die schnell weg hier machen. Eigentlich würde ich die gerne noch nur ein bisschen andamagen, dass ich dann auf einmal alles töten kann, aber... Ja. Okay. Dann könnt ihr das einmal kurz clearen hier alles noch. Nee, das ist ja hier noch keine Ahnung, wie viele Einheiten irgendwie noch produziert oder irgendwie sowas. Da haben wir auch keinen Bock drauf. So, ihr geht hier hin, einmal kurz reparieren lassen. Guck, das sind jetzt nur noch 62. Nur durch diese ganzen Kackteile hier, ey. Die ganzen Raketendinger. Und dann können wir davon gleich auch nochmal einen bauen. Können wir noch mehr Helis. Ich will die jetzt reparieren, ey. Voll geil. Voll geil. Air control complete. Constructing. Aber an sich ist das eigentlich komplett chilliges Runterspielen, weil die Nuklearwaffen weg sind und das ist halt easy dann, ne? Wir könnten auch was testen. Wir fliegen einfach voll rein und gehen voll aufs Hauptquartier und gucken, wie schnell wir das kaputt kriegen. Wir testen das einfach mal, würde ich sagen. Auf den Pinguin! Okay, wir testen es einfach mal. Ob das gehen würde, rein theoretisch. Auch schön vorne rein. Alles Hauptquartier. Jetzt haben wir noch 70, wir haben 67 Heli, also wir haben 40 oder so auf dem Weg dahin verloren. Ihr seht, die halten nicht so viel aus, aber Vorteil ist halt, die kann ich nicht überall drüber. Okay, sehr geil. Dann machen wir noch, da kriegen wir die Dings-Helis. Schützen sich 15 Minuten lang drei verbündete Flugkontrolldinger. Alter, okay. Könnte schwierig werden. Dann werden wir auch wieder hauptsächlich auf die Main-Quest uns konzentrieren. Oh, wir haben Tech-Labor direkt am Anfang. Constructing. Den packen wir an die Seite. Die nutze ich sehr, sehr selten. Das sind unsere Verbündeten wahrscheinlich, ne? Genau, das sind die verbündeten Tech-Dinger. Oh, wir haben schon ein Problem. Low power. Constructing. Also im besten Fall wäre sogar, wenn wir auch einfach angreifen. Holen wir jetzt erstmal hier die Kiste. Und dann, Power plant complete. Würde ich sagen, gehen wir voll auf Panzer einfach. Weil sehr viel eher Flugabwehr hier ist. Wie wir sehen. Okay, haben wir den schon mal. Wir sollten vielleicht erstmal uns einen Gegner konzentrieren. Ich würde schon gerne eine ganze Flugarmee bauen. Einfach nur aus dem Grund, dass wir damit dann schnell hin und her gehen können und reagieren können. So. Boah, weiß, sieht echt nice aus, ne? Okay. Ah, wir gehen direkt da drauf, würde ich sagen. Constructing. Die sammeln wir. Puh. Erstmal hier. Ganz viele Panzer bauen auf jeden Fall. Und Bambuis auch ein paar.
Motor pool complete. Dann der auch hier hin. Machen wir auch ein paar von. Und am meisten Helis halt einfach. Weil wir mit den Helis super mobil sind und dann schnell überall hin können zum Helfen. Das ist so ein bisschen der Plan. Was wir testen könnten ist. Die hier. Darf ich jetzt natürlich nicht trennen. Also nicht außerdem anders hinschicken. Gucken, wie es aussieht, wenn wir hier auch wieder von hinten rangehen. Ja, der ist auch ein bisschen langsamer, aber. Ist fein. Guck mal. Easy. Wenn wir nur Kiddies haben, können wir sogar bei dem anderen dann auch vielleicht rein. Constructing. Das ist die 1 und das ist hier einfach die 2 dann. Gut, die Raketen machen natürlich einiges aus hier, aber. Heading to location. On the way. So. Time to fly. Got your back. Hier sind wir die Elektrizitätsdinger. Okay, fliegen wir jetzt darüber, fliegen dann hier hin und mit denen zusammen. Ja, das schafft er noch. Okay, das ist aber auch fein. So, das da kaputt machen. Oh, nicht zum Fahren bitte. Au. Okay, der hat auch nicht so viel. Du sammelst die Dinger mal eben kurz ein. So. Die hat eh gerade keinen Strom, wunderbar. Ihr bewegt euch dann aggressiv hier hin. Hier einmal nach hier unten mit. Dich ändern wir hier hin. Genau wie dich. Auch damit hin. Ja, du fandst auch noch kurz rein ins Bild, wunderbar. Okay, dann gehen wir hier rum. Schön wieder hinten rum. On the way. Time to fly. Wunderbar. Got your back. Roger. Dann heading fliegen wir einmal hier unten rum. On the way. Time to fly. So. Und hier könnten wir jetzt gleich, wenn unsere Helis soweit ready sind, einfach voll reingehen. Zack.
Ja, die gehen wir von hinten gleich auf die Kommandozentrale, dann sollten wir die letzte Mission eventuell auch geschafft haben damit. Das wäre super nice. So. Okay, hier haben wir ein bisschen Widerstand. Ich hoffe nicht zu sehr. So. Und einfach voll da drauf. Einfach alles drauf hier jetzt. Jawohl, Alter, direkt 3 Sterne. Sehr geil. Die Kommandozentralen waren auch super nice für die Helis gesetzt. Super, super nice. Also ab jetzt können wir auch Dings-Helis haben. Komm, wir kriegen nur 2. Das heißt, wir probieren das hier nochmal. Kriegen wir ein Radar dazu. Ist jetzt nicht so super weltbewegendes, aber hey. Ja, von 10 Minuten alles zerstören. Könnten wir hinkriegen. Wir versuchen noch eine Runde. Es war blöd, dass ich direkt am Anfang, weil wir was gebaut haben, dass wir keinen Strom mehr haben. Das ist auch dämlich. Constructing. So, du erstmal an die Seite. Zack. Geh auch hier hin. Dahin. Die da. Die hier hin. Power plant complete. Okay. Das Teil. Yes, come on. Time to fly. So, die einmal weg. Dann dahin. Dann ihr dahin. Wir brauchen die das Radar. Sind repariert, oder? Nicht ganz. Habe ich keine Reparatur-Leute dabei? Nee, habe ich nicht. Auch ein paar.
is the mission? Radar complete. Constructing. So. Aber wir wissen, wir kommen da relativ easy rein. Außer beim letzten. Refinery complete. Oder was wir auch testen könnten ist. Air support ready. On the way. Renegade Airlines. Der dahin. Commander. Die da rein. At your service. Ready for transport. Der Transporter dahin, die damit hin. Okay, da müssen wir uns erst hier irgendwo rumkümmern. Davon ein paar. Constructing. Heading to location. So. Hier dahin. Locked and loaded. Power plant complete. On it. Brauchen wir davon noch welche? Dann machen wir noch ein, zwei. Constructing. So. Ihr seid die zwei. Ihr geht da unten hin. Zwar erstmal nach da. Yes, come on. So. Air control complete. Das ist völlig fein. Okay. Let's go. Fire. Engaging. Locked on target. So. Commando here. In the air, Commander. I've got him. Okay, das war nicht so erfolgreich, wie ich gehofft habe. Okay, ist aber fein. Ist fein, fein, fein. Der ist noch ready. Das ist gut. Dann fahren wir damit hin. Das ist ja völlig fein, wenn die rippen. So. Der muss auf jeden Fall weg, der darf nicht sterben. Constructing. Oh. Wie gesagt, der darf nicht rippen, da sind Einheiten drin. Die sterben dann nämlich auch. So. Zack. Refinery complete. Die chillen da. Constructing. Affirmative. At your service. Der wird die vier. Yes, air control complete. Constructing. Oh man, ich brauche schneller die Einheiten. Complete. Das ist halt noch viel zu wenig, ne? Damit krieg ich die Dinger nicht kaputt. Ah. Ich brauche mindestens 10 bis 20, um diese Geschütztürme kaputt zu kriegen. Renegade
Nur einmal kurz. Ja, und er beide hier hin. Okay, jetzt haben wir halt das Geldproblem quasi wieder. Hey, ihr seid da bleiben. Entschuldigung, wollte ich nicht bewegen. In the air, Commander. Ready for orders. Roger. Heading to location. On the way. Nein, ihr sollt da bleiben. Roger that. Affirmative. Departing. What is the mission? Air support ready. In transit. Yes, Command. Okay. In the air, Commander. Location received. Hoffentlich schaffen wir das schnell genug. Ready for orders. What is the mission? Air support ready. Yes, Command. Ein bisschen sehr nah, dass ihr daran fliegt. Time to fly. Ready for orders. Freedom at last. Ihr fahrt hier hin. Ich hoffe, dass es funktioniert. What is the mission? Air support ready. Got your back. Ready for transport. Yes, ATC? Where are we going? At your service. Die einmal rauslassen, bitte. Ah, ich weiß nicht, wie man die rauslässt. So, Rechtsklick A. Yes, Command. Orders? In the air, Commander. Going. Right away. Roger. Heading to location. Engaging. On the way. Oh. Time to fly. Got your back. Locked on target. Ja, krieg ich nicht schnell genug kaputt. Jetzt kommt der da auch noch. Ich wollte mich hier denn mit dem Typen dahin und. Okay. Dann kapitulieren wir. Schade, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr für machen oder uns überlegen oder sowas. Vielleicht eine andere Idee. Aber dann gehen wir beim nächsten Mal da rein. Wenn wir jetzt die Raketenhelis, das schon ziemlich geil ist. Und ja, Atombomben und Raketenhelis. Ja. Was soll man sagen, ne? Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter und holen uns noch ein paar Bonis und sowas und irgendwann schaffen wir die anderen auch. Ich würde trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kneter Tom. Ciao, ciao und bye, bye.